Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Der ehemalige Kurzvertraute und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmidt packt aus. Wie sehr belasten seine Aussagen auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz? Wir analysieren das gleich in der Sendung. Das Handy des Thomas Schmidt hat schon einmal die Republik erschüttert. Unzählige Chatnachrichten haben ihn und viele andere Entscheidungsträger in Erklärungsnot gebracht. Die ehemalige ÖVP-Ministerin Karmasin musste vorübergehend sogar in U-Haft. Jetzt sind es aber nicht nur diese Nachrichten, auf die sich die Justiz stützen kann. Jetzt hat der ehemalige Kurzvertraute Schmidt ganze 15 Tage lang vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgesagt. Dabei hat es anfangs viel mehr nach einem FPÖ-Skandal ausgesehen. Tarek. Ein solcher war das Ibiza-Video auch ohne Zweifel und daher hat es auch zum Ende der Regierung Kurz 1 geführt. Aber rasch haben die Ermittlungen zu Postenbesetzungen bei den Casinos Austria, etwa mit dem FPÖ-Politiker Siedlow, zu einer Hausdurchsuchung bei Thomas Schmidt in seiner damaligen Funktion als Chef der ÖBAG geführt. Und ab da war es dann auch eine ÖVP-Affäre. Und da war Schmidts Handy und vor allem die ganzen Nachrichten darauf ein zentrales Beweismittel. Als Generalsekretär im Finanzministerium schreibt er da etwa über eine Einigung mit Sigi, gemeint Siegfried Wolf, über die Höhe einer Steuernachzahlung. Er erinnert daran, als Mitarbeiter in einem ÖVP-Kabinett Hure für die Reichen zu sein. Zugleich werden die eigenen ÖVP-Parteikollegen abmontiert und als alte Deppen bezeichnet. Kurz will dabei nachhelfen und ein Bundesland aufhetzen, wie er schreibt. Aber für die Justiz viel wesentlicher ist wohl, dass Sebastian Kurz, laut Chat, dem Thomas Schmidt etwas schuldet, weil er mehr Budget bekommt. Oder dass die Politikforschung zur Meinungsforscherin Beinschab wandert, mit anschließender Publikation in der Zeitung Österreich, Zitat, wer zahlt, schafft an. Da lässt sich ein zentraler Vorwurf ausmachen. Der Verdacht lautet, dass gefälschte Umfragen bei der Meinungsforscherin Sabine Beinschab in Auftrag gegeben, mit Geld aus dem Finanzministerium bezahlt und in der Zeitung Österreich veröffentlicht worden sind. Diese gefälschten Umfragen sollen Sebastian Kurz geholfen haben, Kanzler zu werden. Fix ist, dass sie dazu beigetragen haben, dass er es nicht mehr ist, denn Hausdurchsuchungen und damit einhergehende politische Turbulenzen haben dann zu seinem politischen Ende geführt. Und jetzt könnte es neben all den politischen Konsequenzen auch rechtliche geben, denn die Vorwürfe werden immer konkreter. Nun hat Thomas Schmidt doch noch geredet. Und wie? Alle Themen von Inseratenaffäre über Casinos Austria bis hin zur möglichen Falschaussage von Sebastian Kurz. Nichts fehlt in der Einvernahme. Schmidt erklärt seine Bereitschaft auszusagen so. Wir haben Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Zum Umdenken hat mich bewogen, dass meine Mutter gesagt hat, wir haben dich so nicht erzogen. Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann steh dazu und das mit allen Konsequenzen. Und so kommt es, dass er etwa in der Umfrageaffäre Sebastian Kurz mit dem Beinschab-Tool belastet. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich dieses Tool nur deswegen umgesetzt habe, weil ich von Kurz den Auftrag bekommen habe. Sebastian Kurz selbst hätte Schmidt vor einem Jahr angerufen und eine schriftliche Stellungnahme verlangt, in der Schmidt alle Schuld auf sich nehme. Außerdem sagt Schmidt über eine angebliche Intervention von Nationalratspräsident Sobotka gegen eine Steuerprüfung des Alois Mock-Instituts aus. Thomas Schmidt wünscht sich für seine Offenheit den Grundzeugenstatus, was die FPÖ zu Kritik bewegt. Aus meiner Sicht ist er kein Mindertäter unter Anführungszeichen, sondern er ist Teil dieses Systems gewesen, weshalb er sozusagen durch einen Grundzeugenstatus aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht nicht unbedingt belohnt werden sollte. Klar ist, dass die Aussagen Schmidts neuen Schwung in die Ermittlungen bringen. Schon heute hat es Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft bei Unternehmen gegeben, dem Vernehmen nach bei der Signa Holding des Investors Rene Benko und einer ehemaligen ÖVP-Beraterin. Verschaffen wir uns jetzt einen Überblick, was das alles bedeutet, und zwar mit Claudia Tannhauser und Ulla Kramer-Schmidt. Ulla, Sie haben sich ja in den letzten Stunden durch viele Seitenprotokolle gearbeitet. Inwiefern belastet denn Thomas Schmidt sich nicht nur mehr selbst, sondern auch den ehemaligen Kanzler Kurz? Ja, Thomas Schmidt sagt schon zu Beginn der Einvernahme, er wolle nicht allein das Bauernopfer sein, aber er belastet sich und er belastet auch Sebastian Kurz. Er sagt, Kurz hat ihm den Auftrag gegeben für das Tool und Kurz sei laufend eingebunden gewesen und habe auch gewusst, dass die Umfragen vom Finanzministerium bezahlt werden. Ich zitiere Thomas Schmidt,
Ich habe Kurz auch zwischendurch immer wieder erzählt, wie gerade der Stand ist. Und Kurz hat über das gesamte Tool Bescheid gewusst. Und der Deal war ganz einfach. Die Tageszeitung Österreich bezahlt die Umfragen und das Finanzministerium inseriert dafür in der Tageszeitung Österreich. Wenn Schmidt Kronzeuge werden will, was er ja will, muss er neue Tatsachen oder neue Beweismittel liefern. Sind solche neuen Tatsachen jetzt in diesen Protokollen tatsächlich zu finden? Thomas Schmidt hat in Summe 15 Tage ausgesagt. Wie viel Neues darin ist, wie viel weitergehende Ermittlungen sich daraus ergeben, muss am Ende der Staatsanwalt entscheiden. Aber eines hat sich ja heute schon gezeigt, dass auf Basis seiner Aussagen eine Hausdurchsuchung bei Rene Benkos Signa stattgefunden hat. Also dürften hier schon weitere Ansatzpunkte für Ermittlungen sein. Claudia Tannhauser, jetzt von den rechtlichen Konsequenzen zu den politischen Folgen, was kommt denn da jetzt neuerlich auf die ÖVP zu? Na, offenbar einiges. Wenn die zentrale Figur, die diese ÖVP-Korruptionsvorwürfe durch die allseits bekannten Handychats ja erst ins Rollen gebracht hat, nicht mehr verschollen in Amsterdam ist und nicht mehr beharrlich zu den Vorwürfen schweigt, wie man monatelang geglaubt hat, dann ändert das die Ausgangslage gravierend. Die ÖVP hat es ja geschafft, in den letzten Monaten in dem sogenannten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss das Aufmerksamkeitslevel immer geringer werden zu lassen. Teils durch teure Berater, teils durch diese komplexen, sehr vielfältigen Themen, aber auch durch die bedrohliche Weltlage. Nun sieht man, da gibt es offenbar von Schmidt doch Neues, nicht nur Altbekanntes. Da kann man sich auf einiges noch gefasst machen. Und Schmidt, Thomas Schmidt war eben Teil der türkisen ÖVP. Er war Teil des Machtzirkels um Sebastian Kurz und er war Teil oder Kopf einer Politik, die mit fragwürdigen Methoden zumindest, wenn nicht sogar mit strafrechtlich Relevanten gearbeitet hat. Und nicht alle Politiker an der ÖVP-Spitze aus dieser Zeit sind mittlerweile schon zurückgetreten. Also da kann man schon noch einiges erwarten. Apropos U-Ausschuss, Sie haben ihn erwähnt, der sollte bald zu Ende gehen. Wird es nach dieser Wendung heute wirklich dabei bleiben? Es sieht so aus, denn die Neos bleiben dabei, dass sie keine Verlängerung wollen. Sie meinen, man hat genug gesehen, um politische Konsequenzen zu ziehen. Die anderen sehen das nicht so, aber ohne die Stimmen der Neos kann es nicht weitergehen. Man wird sehen, wie es eine politische Aufarbeitung dann geben wird, vielleicht mit einem neuen Untersuchungsausschuss. Vielen Dank, Claudia Tannhauser und Ulla Kramer-Schmidt, für diese Einschätzungen. Und diese innenpolitische Bombe ist heute natürlich auch Thema bei Susanne Schnabel im Report. Und anschließend in der ZIP 2 geht es darum, was dieser Kronzeugenstatus genau bedeutet und was Thomas Schmidt in diesem Zusammenhang nun freiwillig liefern muss um 22 Uhr dann bei Martin Thür.